Die heutige Ausgabe Paul Brandenburg Live ist nur durch nachfolgenden Sponsor möglich. Er trägt sämtliche Produktionskosten von rund 1200 Euro. Wir sagen herzlich Danke und bitten um freundliche Beachtung. Artgerechte, gesunde Ernährung muss nicht kompliziert sein. Bei Zoobedarf Hitzegrad finden Sie alles, um Ihren Liebling vollwertig zu ernähren. Hochwertige Zutaten, ausgewählte Rezepturen und wichtige Nährstoffe, dabei immer voller Geschmack. Nie war es einfacher, für Ihren Liebling exzellentes BAF in Bioqualität zu kaufen. Lassen Sie sich von unserer Erfahrung in unserem Online-Shop überzeugen. www.zoobedarf-hitzegrad.de. Dienstagabend, 20 Uhr, Paul Brandenburg live, heute präsentiert von Hitzegrad, Ihr BAF-Experte. Im Netz unter zoobedarf-hitzegrad.de. Und dem Thema Schicksalstage des Westens. Wird Europa zerrieben? Rufen Sie live hier im Studio an und diskutieren Sie mit meinem Gast und mit mir. Die Nummer ist 030 für Berlin, 577 14 802. Wir dürfen Hamas und Putin nicht den Sieg überlassen. Das sagt US-Präsident Joe Biden und verbindet damit die zwei großen Konflikte dieser Tage zu einer Linie. Die NATO schwört Biden damit auf die Gegner und den Erbfeind Russland und Iran ein als angeblichen Hintermann des Israel-Konflikts. Immer mehr Truppen verlegen die USA und auch die NATO einerseits ins östliche Mittelmeer, andererseits an die europäische Ostgrenze. Während das passiert, tobt auf europäischen Straßen ein Krieg ganz anderer Art. Die gewollte Immigration von islamischstämmigen Migranten sorgt mittlerweile für das, was Polizeivertreter einen regelrechten Religionskrieg nennen. Polizeisprecher aus Berlin reden von einer nie dagewesenen Sicherheitslage. Es wird Terror gegen Polizisten und die Zivilbevölkerung verübt. Hängt das alles zusammen? Beginnt Europa sich zu zerreiben zwischen den Interessen der Großmächte? Es scheint so, dass auch deutsche Regierungsvertreter diese Fragen zusammenbringen. Agnes Strack-Zimmermann, die FDP-Wehrexpertin, wie sie genannt wird, äußerte sich dazu gerade im Staatssender ZDF mit diesen Worten. Und man muss eines klar machen, diese beiden Konflikte, diese beiden Angriffe, Russlands Angriff auf die Ukraine, der terroristische Angriff der Hamas auf Israel, hängt unmittelbar zusammen. Im Übrigen war das am Tag von Putins Geburtstag, der 7. Oktober. Das sind alles keine Zufälle. Tja, da spricht man von Verschwörungstheorien. Kein Zufall, dass Putin Geburtstag hat, während so etwas passiert. Wie viel ist da dran? Wie hängt das alles zusammen? Ein sehr unübersichtliches Feld, das kaum jemand besser ordnen und uns vorführen kann als mein heutiger Gast. Ich begrüße sehr herzlich und mit großem Dank aus St. Petersburg zugeschaltet Frau Dr. Karin Kneißl, die frühere Außenministerin Österreichs. Frau Dr. Kneißl, ganz herzlichen guten Abend. Ja, guten Abend, lieber Herr Dr. Paul Brandenburg, und freue mich, bei Ihnen auf Sendung. Die Freude ist ganz unserer Seite, Frau Dr. Kneißl. Ich darf Sie kurz den Gästen vorstellen, die Sie eventuell noch nicht kennen. Sie wuchsen auf in Österreich und Jordanien. Sie studierten in Paris, in Washington D.C., in Jerusalem und in Wien. Sie haben ein Studium der Rechtswissenschaften abgeschlossen, ein Diplom in Arabisch. Sie wurden im Völkerrecht promoviert, und zwar ausgerechnet untersuchten Sie in Ihrer zugehörigen Dissertation die Frage der Staatengrenze, eben des Nahostgebietes und ihrer Umstrittenheit gerade. Sie machten als Diplomatin in Österreich steile Karriere als parteiunabhängige Vertreterin und waren schließlich von 2017 bis 2019 Außenministerin der Republik Österreich. Sie sprechen Arabisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch fließend, und Sie haben Grundkenntnisse in Hebräisch, Russisch und Ungarisch. Da stockt der Bundesdeutsche und lacht und sagt, mit derartigen Qualifikationen sind Sie völlig überqualifiziert für jedes Ministeramt, vor allem für das der deutschen Außenministerin. Sie sind es ja auch in Österreich gewesen. Heute, Frau Kneißl, leiten Sie das Institut Gorki an der Staatlichen Universität St. Petersburg, das von Ihren Kritikern, und davon gibt es reichlich, als ein Think Tank beschrieben wird. Sie beschreiben das anders. Was macht das Institut Gorki in St. Petersburg? Ja, vielen Dank, Herr Dr. Brandenburg, für diese sehr sympathische Einleitung. Ein Do-Tank. Thinktanks gibt es so viele. Und ich wurde im Frühjahr dieses Jahres an der Universität angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein interdisziplinäres Institut hier aufzubauen. Und ich überlegte eine Nacht nach einem guten Akronym, und so entstand Gorki,
mit der englischen Abkürzung Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues. Was sind nun diese Key Issues, diese Schlüsselfragen Russlands? Die Themen, bei denen ich mich auskenne, sind Energie, Migration und die verschiedenen geopolitischen Allianzen. Das heißt, wie es auch die russische Außenpolitik formuliert, tektonische geopolitische Verschiebungen, diese Route nach Ost-Südost. Und hier wollen wir zum einen für Gründen, aber auch für Firmen Verhandlungsseminare anbieten. Letzte Woche bereits ein solches sechstägiges Seminar mit einer OPEC-Plus-Konferenz, die am Ende stand, wo sich die Teilnehmer wirklich sehr, sehr gut in ihre Rollen hinein gespielt haben. Also wir hatten eine sehr, sehr lebendige Erdölkonferenz vor dem Hintergrund der Lage im Nahen Osten. Und Migration, das ist ein Thema, das Russland genauso beschäftigt wie den Rest der Welt. Und die Geopolitik verschiebt sich, weiß Gott, in völlig neue Sphären. Und wir machen eben vor allem praktisch relevante operative Seminare. Das heißt, recherchiert, publiziert wird genug. Die russische akademische Landschaft ist hier sehr, sehr breit gestreut. Und es gibt, vielleicht wenn man es mit Dr. Faust auf einen Punkt bringen will, und auch, ich glaube, es ist an der Berliner Humboldt-Universität im Eingang zu lesen, der Worte sind genug gewechselt, Taten will ich sehen. Also wir versuchen sozusagen, all das Publizierte in Umsetzung zu bringen, indem wir derartige Verhandlungsseminare machen. Da muss man natürlich sagen, als Advocatus Diaboli, wenn jetzt auch noch die fossilen Energien dazukommen, das Öl ausgerechnet, dann lassen Sie wirklich kein Reizthema aus, was man Ihnen vorwerfen kann als Vertreter der anderen Seite. Das ist ganz hervorragend geeignet aus meiner Sicht, mal einen Blick von außerhalb der EU-offiziellen Darstellung der Vorgänge zu werfen, die wir hier gerade haben. Sie haben gerade schon von den großen geopolitischen Linien gesprochen. Wir haben ja mit diesem Themenblock, der sich gerade gebildet hat, eigentlich alle Konflikte, der großen Konflikte der Gegenwart gleichzeitig auf dem Tisch. Versuchen wir mal etwas Ordnung, oder ich bitte Sie, das da reinzubringen. Wir hören gerade vom amerikanischen, auch das Wort ist jetzt so inflationär, umstrittenen Publizisten Tucker Carlson, der im Netz ja Millionen Publikum feiert, die Aussage, Joe Biden versucht uns, also er meint die Amerikaner und damit auch die NATO, in einen Krieg mit dem Iran zu verwickeln. Wir wissen offiziell, es sind mindestens zwei Flugzeugträger und amerikanische Flottenverbände ins östliche Mittelmeer verlegt worden. Auch die deutsche Bundeswehr ist auf Zypern aktiv, unter anderem mit dem Kommando Spezialkräfte, um sich eine Rettungsaktion im Libanon dort vorzubereiten. Es gibt viel Drohgebärden in Richtung Iran und man unterstellt dem Iran, er stecke hinter dem, was gerade in Nahost geschieht. Mittelbar wird dann auch immer davon gesprochen, dass ja auch Russland dort mit dem Iran letztlich unter einer Decke steckt. Das ist nun wirklich alles an Verschwörung und geopolitischen Interessen auf einmal. Aus europäischer Perspektive, Frau Dr. Kneißl, wie viel Gefahr sehen Sie da, dass wir uns mit NATO, mit Westeuropa tatsächlich in einen bewaffneten Konflikt mit dem Iran hier ziehen lassen, vermittels des Konflikts in Nahost? Es scheint so, als würde ein Konflikt, der wirklich die letzten 20 Jahre fast marginal behandelt wurde. Also wer interessiert sich noch für das, was in Jerusalem passiert? Palästinenser, das kann man auch ein bisschen humanitär am Rande behandeln. Also das lässt man ein paar NGOs außen vor, aber es gab keinerlei politisches Interesse mehr an der Thematik. Dass dieses alte Palästinenser-Problem plötzlich wieder explodierte, dass jetzt der Iran auf der Bühne erscheint, dass diese Verquickung, wie es auch in diesem wunderbaren Eingangsstatement von Strack Zimmermann zeigt, also das neue, der neue Erzählrahmen ist hier der Kampf der freien Welt, wir Ukraine gegen Russland und nun auch noch die freie Welt, symbolisiert durch Israel gegen die Hamas, und hinter der Hamas stünden also dann im Bündnis Iran und Russland. Das ist also wirklich Hanebüchen, welche Erzählung hier fabriziert. Übrigens, wenn man die israelischen Medien ein wenig verfolgt über die letzten Tage, dann ist genau das, was Frau Strack-Zimmermann hier referierte, von einigen israelischen Politikern erzählt worden. Also man hat diese Talking Points, diese Speaking Points, das Drehbuch, das man teilt, das man in der EU erhält als EU-Vertreter, als Außenminister. Man wird mit verteilten Rollen, spielt man sozusagen ein Drehbuch. Und ein wenig wird das nun auf einer sehr, sehr brisanten Ebene eben auch gespielt. Ihre Frage, wird Europa hier hineingezogen in diese Auseinandersetzung? Ich glaube, nicht nur Europa in erster Linie. Geht es wirklich um die Staaten in der Region? Also der Gazastreifen ist Schlachtfeld.
Die Sorge im Libanon ist gewaltig. Ich habe heute wieder mit Bekannten und ehemaligen Nachbarn telefoniert. Die Stimmung ist also voller Spannungsgeladen, weil man nicht weiß, ob der Libanon hier als Erster in diesen Frontschuss kommt. Und der Palästina-Konflikt, das wurde wirklich von vielen europäischen Hauptstädten massiv unterschätzt, ist der wirklich globale Konflikt. Die Ukraine-Thematik interessierte, das mussten Scholz und Baerbock auf ihren Reisen ob Brasilien oder Südafrika feststellen, das interessiert den Rest der Welt nicht. Das interessiert Nordamerika und die Europäische Union. Und auch da gibt es unterschiedliche Stellungnahmen, die Ungarn und andere. Aber was immer in Jerusalem passiert, über die Jahrzehnte hindurch Massen mobilisiert, vom größten islamischen Staat in Tunesien bis nach Burkina Faso. Die Menschen gehen immer wieder auf die Straßen. Und hier hat man in Europa wieder einmal Fehleinschätzungen gemacht. Zuerst in der Ukraine und man könnte doch Russland militärisch besiegen und nur am Schlachtfeld das Ganze entschieden. Und jetzt verschiebt man diese martialische Sprache und dieses Gebären eben in Richtung Schlachtfeld Nahost. Was glauben Sie, was erwarten Sie, wie man da die russische, ja, sagen wir, Befangenheit oder das russische Zutun dort konstruiert und im Iran speziell und in Nahost? Und was ist aus Ihrer oder aus der speziell russischen Sicht da unten sagen von Interesse für Russland? Also welche Position wird Russland zu diesem Konflikt einnehmen, zwischen dem Versuch Amerikas, dort den Iran immer weiter zu konfrontieren? Also sowohl die russische Politik als auch, muss ich sagen, die russischen Medien gehen auf Äquidistanz in dieser ganzen Problematik. Also Russland hat nicht Stellung bezogen zu Israel. Russland hat über Jahrzehnte hindurch immer wieder darauf hingewiesen, es gibt eine Zwei-Staaten-Lösung. Die Palästina-Problematik muss in irgendeiner Weise endlich einmal politisch auch ins Auge genommen werden und darf nicht nur als humanitäre Frage betrachtet werden. Russland hat hier meiner Beobachtung nach, und bin ich nicht die Einzige, eine relativ neutrale Position. Russland ist präsent in Syrien, ja, und zwar seit 2015. Es wird von westlichen Darstellungen immer so gebracht, dass hätte Russland in Syrien sich einseitig auf die Seite der Regierung geschlagen und sozusagen dort auf heiterem Himmel Krieg geführt. Zur Erinnerung an unsere Zuseher, im Sommer 2015 war der Islamische Staat wirklich massiv am Vormarsch, auch Richtung Libanon, auch Richtung christliche Siedlungen an der Mittelmeerküste Syriens. Und wäre Russland damals nicht auf Bitten von Damaskus militärisch in Syrien aufgebaut, wer weiß, in welchem Umfang die Milizen des Islamischen Staates Richtung Beirut vorgedrungen werden. Und ich habe damals auch Gespräche geführt mit einigen UNO-Vertretern, die mir sagten, im Jahr 2015/16, wenn Russland hier nicht den IS in Syrien in die Grenzen gewiesen hätte, wären Millionen aus Latakia wirklich über die Grenzen marschiert. Wir sahen dann die großen Flüchtlingsbewegungen 2015/16, die nicht unbedingt Syrer waren, sondern junge Männer aus allen Herren Ländern des arabischen und darüber hinausreichenden Raumes. Aber Russland hat im Großen und Ganzen eine, würde ich sagen, eine Position in Äquidistanz bezogen. Vielleicht kurz ein Blick Russland-Israel. Mit dem Zerfall der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre zogen rund 900.000 Menschen aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, also von Russland bis Usbekistan, Richtung Israel und veränderten damit auch die demografische Zusammensetzung Israels neuerlich. Wir haben eine sehr bedeutsame russischsprachige Bevölkerungsgruppe, die ihre eigenen Parteien hat, ihre eigenen TV-Sender, die sich nicht in dem Umfang integrierte, wie das frühere Zuwanderer machten. Und im Jahr 2022 mit der nächsten Kriegsphase in der Ukraine wanderten zahlreiche Oligarchen und auch kulturschaffende Künstler aus Russland unter großen medialen Beifall auch, nämlich international medialen Beifall in Richtung Israel aus, weil sie sagten, wir wollen nicht in einem Land leben, das Krieg führt. Wir gehen lieber nach Israel.
Und jetzt haben wir sozusagen auch wieder hier eine Rückwanderung, die im Gange ist, weil sich Israel doch nicht als so sicher und kriegsferner zeigt. Wenn wir das jetzt für den Moment annehmen, dass das Russland sich bemüht um Äquidistanz und um Neutralität, also um Heraushalten aus dieser Konfliktregion, wie schätzen Sie ein, wie die Amerikaner dort weiterhandeln werden und wie groß die Gefahr ist eines bewaffneten Konfliktes mit dem Iran? Wenn wir nochmal rekapitulieren, Sie haben schon gesagt, im Libanon selbst ist die Spannung groß. Wir hörten, dass im Libanon Unruhen wirklich auf der Straße auch Gefechte ausbrachen nach diesen Gerüchten, nach diesen Behauptungen über ein zerstörtes Krankenhaus. Auch da kochen die Emotionen hoch. In Syrien, sagten Sie auch schon, sind ja noch Kampfhandlungen, laufen ja ohnehin schon, sind vorbestehend. Auch im Irak flammt es derweil wieder etwas auf, hört man aus Kreisen vor Ort. Am Mittwoch soll es zu einem Anschlag oder zu einem Angriff auf die USS Carney, ein amerikanisches Kriegsschiff, im Mittelmeer gekommen sein, aus dem Gebiet des Jemens. All das passiert da parallel um diesen Nahostkonflikt herum. Man könnte also sagen, der Flächenbrand ist im Kleinen ja schon da in dieser Region dort unten. Die Amerikaner rüsten immer weiter auf. Nun ist das natürlich zu einem gewissen Grad Kaffeesatzleserei. Aber was ist da Ihre Prognose? Wie real ist die Gefahr, dass es am Ende zu einem Konflikt, einem bewaffneten zwischen den USA und dem Iran in dieser Region kommt? Mit dem Potenzial, dort wirklich einen Flächenbrand auszulösen. Es ist ja interessant, dass Joe Biden als Vizepräsident von Obama diese Annäherung Washington-Teheran absolut mitgetragen hat. Also für unsere Zuseher zur Erinnerung, zwischen dem Iran und den USA gibt es keinerlei diplomatischen Beziehungen seit dem November 1979. Islamische Revolution im Februar 1979, Geiselnahme an der US-Botschaft in Teheran 1979, die fast 1000 Tage lang hielt und die Regierung von Carter zum Sturz brachte. Und von dem Zeitpunkt an waren überhaupt keine Kontakte mehr zwischen diesen beiden Staaten da. Der Iran avancierte zum Feindbild schlechthin über Jahrzehnte hindurch. Und fast 10 Jahre lang, ich würde sagen so zwischen 2003 und 2013, war regelmäßig Thema, kommt es zu einem US-amerikanischen Angriff auf den Iran aufgrund des damals dort sich stetig fortentwickelten nuklearen Aufrüstungsprogrammes. Im November 2013 verkündete der US-Präsident Barack Obama, sein Vizepräsident war Joe Biden, dass es direkte Gespräche zwischen Washington und Teheran geben wird. Das hat damals also große Aufruhr verursacht, vor allem in Israel, aber auch in einigen arabischen Staaten wie Saudi-Arabien, die damals mit großer Sorge betrachteten, was sich eben im Iran abspielen könnte. Jedenfalls gab es eine ganz massive Annäherung, eine interessante Entspannung. Am Ende gab es ein Abrüstungsprogramm, Projekt, und 2015 wurde das also feierlich unterzeichnet. Und die Hoffnung war stark, sowohl auf iranischer Seite als auch auf westlicher, vor allem seitens europäischer Unternehmen, man könnte nun im Iran wieder investieren und man könnte iranisches Erdöl und Erdgas günstig beziehen. Also das war so Hochstimmung. Dass derselbe Joe Biden 8 Jahre später einen solchen Anti-Iran-Kurs einschlägt, ist für mich ein bisschen nachvollziehbar. Umso mehr, als er ja auch viele Leute aus seiner Obama-Zeit mitgebracht hat. Das Abkommen, von dem ich eben sprach, wurde unter Trump 2018 aufgelöst. Also die Europäer versuchten es zu retten. Das ging ihnen gelang nicht ganz. Es gab jetzt auch immer wieder Verhandlungen, aber die fruchteten nichts. Warum? Weil der Iran mittlerweile auch nicht mehr so sehr auf ein solches Abkommen angewiesen ist. Der Iran verfügt mittlerweile über eine sehr intensive Partnerschaft mit China. Und China hat sozusagen eine Alternative geschaffen. Und auch, wie Sie vorhin angesprochen haben, Russland und der Iran bauen Handelskorridore vermehrt aus hat sich ganz bewusst auch dem Iran jetzt zugewandt, aber nicht nur dem Iran, sondern auch den arabischen Staaten und vor allem Saudi-Arabien. Hier sind neue, sehr enge Beziehungen entstanden. So viel sozusagen zu diesem Verhältnis USA-Iran. Vielleicht noch ein anderes Schlaglicht, das ich kurz einblenden möchte. Es wurde eine Art Regierung der nationalen Einheit in Israel geschaffen. Sie ist nicht so national und nicht ganz so einheitlich, wie man das wollte.
Als wesentlicher Partner von Netanyahu ist Benny Gantz. Benny Gantz war Generalstabschef vor einigen Jahren und verweigerte Premier Netanyahu, als dieser ihn aufforderte, Vorbereitungen zu treffen für eine militärische Aktion gegen den Iran. Also wenn ich diese beiden Aspekte einbeziehe, dann erscheint es mir, sagen wir mal, rein jetzt nach sachlichen Argumenten überlegend, sehr schwer nachvollziehbar, wie bestimmte Akteure jetzt diese Wolte machen und sagen, wir haben in der Vergangenheit gesagt, kommt gar nicht in Frage, dass wir den Iran angreifen und jetzt dies tun sollten. Ich vermute eher, dass die USA bereit sind, eine gewaltige Geräuschkulisse, Druckkulisse aufzubauen mit Flugzeugträgern, von wegen wir wollen jetzt evakuieren, um hier sozusagen vielleicht mehr symbolisch als sonst wie diese Floskel von wegen Israel den Rücken stärken, wir stehen felsenfest an der Seite Israels, aber zeitgleich alles daran setzen, dass es nicht zu einer solchen offenen Konfrontation mit dem Iran kommen soll. Also das ist eher meine Beobachtung, so kann ich es mir erklären und interpretieren. Haben Sie denn Informationen darüber, das ist bestimmt sehr schwer und dann irgendein Versuch jetzt, wie innerhalb Israels und innerhalb vielleicht der IDF oder auch dieser Regierung der Nationalen Einheit, wie die Rolle Irans dort gesehen wird? Diese ganzen Iran-Anschuldigungen und Drohgebärden kommen ja von den Amerikanern ausschließlich. Ich habe zumindest noch nichts Vergleichbares von den Israelis selbst gehört. Und zugleich senden die Amerikaner ja immer mehr Militärassistenten und Beobachter nach Israel. Es ging auch durch die Presse, dass der ehemalige Kommandeur des Marine Corps, ein Lieutenant General, jetzt gerade in Israel eintraf, um da Beratungen durchzuführen bei der Bodeninvasion in Gaza. Aber ich höre nichts Vergleichbares zu diesen amerikanischen Drohgebärden aus Israel selbst. Wird das da vielleicht differenzierter bewertet, so wie Sie gerade andeuteten? Ich würde sagen, in Israel gab es immer eine differenziertere Bewertung, aber vielleicht ist das jetzt auch schon etwas verklärter Blick in, sagen wir mal, ein oder zwei Jahrzehnte zurück. Ich habe vorhin Benny Gantz erwähnt und er war nicht der Einzige. Es gab vier hochrangige Militärs, die der politischen Ebene immer wieder mithalten, kommt gar nicht in Frage. Das bringt nichts, den Iran zu attackieren, weil dann eröffnen wir sofort eine Front mit der schiitischen Hisbollah im Südlibanon, die mittlerweile bis auf die Zähne aufgerüstet ist und an der sich die Israelis auch mehrfach schon die Zähne ausgebissen haben. Also da hat man sich eher eine blutige Nase geholt in der Konfrontation mit der Hisbollah. Das heißt, von militärischer Ebene gab es hier immer eine rote Karte, das machen wir nicht, einen Angriff auf den Iran. Das war mehr dieser politische Wunsch, den Iran sozusagen schachmatt zu setzen. Das Argument, das viele Militärs brachten, vielleicht tun sie es heute immer noch, war folgendes, nämlich zu sagen, was wir Anfang der 1980er Jahre machten, da hat die israelische Luftwaffe irakische Reaktoren, das war der Angriff auf Osirak, außer Gefecht gesetzt und das war sozusagen aus Sicht der Israelis ein Präventivschlag, um ein irakisches Nuklearprogramm sozusagen zu eliminieren. Das waren die 1980er Jahre, das war der Irak. Der Iran ist eine riesige Schuhnummer, viel größer und das war den Israelis auch immer bewusst. Das heißt, hier gab es seitens der Militärs einfach pragmatische Gegenargumente, so sehr auch die politische Ebene und allen voran Netanyahu. Also man muss bei ihm fast von einer Besessenheit sprechen, wenn es um den Iran geht. Und das Thema, der Iran muss bekämpft werden, der Iran muss geschwächt werden. Ich habe das fast 20 Jahre verfolgt und ich habe mich mehrfach in den Iran begeben, weil ich dort auch unterrichtete. Zwischen 2005 und 2017 war ich mehrfach im Land. Und ich glaube, ich war eine der wenigen, die sich immer wieder in den Iran begeben hat. Und das hat mir damals auch von manchen vielleicht einen gewissen Respekt, aber von vielen anderen auch, wurde ich in auch wiederum in eine bestimmte Richtung diffamiert. Nur vor 15 Jahren war alles noch nicht so schlimm wie heute, wenn es um Diffamierung ging. Die politische Ebene in Israel hat über verschiedenste Lobbys in den USA und nicht nur dort, also dieses Iran-Thema sehr konsequent betrieben in Richtung Angriff auf den Iran,
bis dann eben, wie gesagt, im November 2013 diese große Überraschung kam. Das war ein Abkommen, das in Genf geschlossen wurde, und von dem Tag handelten die Iraner direkt mit den USA. Und ich würde sagen, der Iran, egal wer an der Spitze des Iran steht, ob das jetzt ein Schah, ein Militär, eine Gruppe von Klerikern ist, der Iran ist der zweitälteste Nationalstaat neben China, und der Iran verhält sich immer in gewisser Weise imperial. Das heißt, er möchte im Konzert der Mächte, heute heißt es multipolare Weltordnung, im 19. Jahrhundert ist sozusagen das europäische Konzert, dort möchte er mitspielen und versucht sich einfach auch, vielleicht auch über diesen Konflikt jetzt, eine Hebel aufzubauen. Und ich glaube nicht, dass der Iran sich in irgendwelche Aktionen hineindrängen lässt. Es heißt ja interessanterweise immer wieder aus Teheran und auch seitens der Hisbollah, wir werden den Zeitpunkt wählen, wann wir wirklich losschlagen und wie wir das machen. Es ist im Moment einfach eine martialische Rhetorik auf allen Seiten. Und ich hoffe doch, dass die Pragmaten kennen, was auf dem Spiel steht. Also können wir zumindest als gesichert mitnehmen, die Frage der Iran-Anklage oder die Entscheidung, den Iran angreifen zu wollen, ist zumindest in Israel alles andere als entschieden. Da gibt es dann zumindest dezidierten Widerstand auch im Militär, was das angeht. Und wir können ja vermutlich davon ausgehen, die Amerikaner werden nicht ohne ein klares Bekenntnis, ohne die Beteiligung Israels in so einen Konflikt eintreten können. Sie brauchen ja dazu eine israelische Unterstützung, eine aktive. Also haben wir da noch zumindest eine Art Sicherungsebene. Bevor wir zu einer ganz konkreten Frage eines Anrufers kommen, möchte ich Sie da draußen animieren und auffordern. Rufen Sie an, diskutieren Sie mit uns, fragen Sie Frau Dr. Kneißl Ihre Frage zu diesem Thema. Unsere Nummer ist 030 für Berlin 577 14802 und natürlich auch unten am Bildrand immer eingeblendet. Und zu der Frage der Interessenslage, insbesondere auch der Amerikaner, hat uns vor der Sendung ein Anruf von Gerd aus Frankfurt erreicht. Und ich bin sehr gespannt, Frau Dr. Kneißl, wie Sie das bewerten. Hören wir uns mal an, was Gerd fragt. Mein Name ist Gerd, ich rufe aus Frankfurt an. Spielt das Gasfeld vor dem Gazastreifen überhaupt eine Rolle? Ja, redet man darüber in Gaza? Das ist ja eigentlich viel Geld, was da auf dem Spiel steht. Geht's am Ende doch nur irgendwie wieder um Öl und Gas und Geld und blanke Wirtschaftsinteressen, Frau Kneißl? Es ist eine interessante Frage, die der Zuhörer stellt, aber ich glaube nicht, dass das wirklich ganz oben auf der Agenda steht. Vielleicht für unsere Zuschauer, Zuseher auch zur Einordnung. Im östlichen Mittelmeerraum gibt es auch wichtige Gasvorkommen. Das hat man in den letzten 15 Jahren sowohl vor der Küste Libanons als auch Zyperns, der Türkei-Küste, Zypernküste und so weiter, wurde hier einiges ausgelotet und festgestellt. Großes Problem war bis zum Vorjahr ein Seegrenzenstreit zwischen Israel und dem Libanon. Der wurde dann auf amerikanische Vermittlung im letzten Jahr geregelt, und da war auch so eine Art kleine Euphorie. Man könnte sozusagen jetzt über verschiedenste internationale Firmen, könnten all diese Mittelmeeranrainer ihre Erdgasvorkommen explorieren, inklusive vielleicht sogar auch Gaza. Ich glaube nicht, dass das so hoch oben auf der Agenda steht, weil angesichts der großen Volatilitäten, die wir im Moment im Erdgasmarkt haben, der hohen Explorationskosten, dass sich hier Firmen finden, die bereit sind, in diesem geopolitisch schwierigen Umfeld größere Explorationen vorzunehmen. Also da ziert sich noch so mancher. Was aber interessant ist, wenn man Stichwort Erdgas hineinbringt, Israel hat in den letzten Jahren aus der wichtigen Erdgasmacht Katar, also Katar hat ein Vermögen aufgebaut über die letzten 30 Jahre in seinem Staatsfonds, dank seiner Flüssiggasforschung und Umsetzung, also es ist in der Flüssiggasexporteur Nummer 1, schon seit bald 3 Jahrzehnten, und Katar ist den Muslimbrüdern, welche die Hamas darstellen, sehr wohlgesonnen. Und es war auf Ansuchen
Ansuchen Israels, auf ganz persönliches Ansuchen auch von Netanyahu hinaus, dass die katarische Regierung die Hamas mit Milliarden versorgt hat über die letzten Jahre hinweg. Also vor 2 Jahren war manches an der Kippe im Budget der Hamas im Gazastreifen. Die Hamas ist 2007 dort sozusagen für Verwaltung und so weiter zuständig. Sie haben die Wahlen gewonnen, sie haben fast die PLO-Kämpfer rausgeworfen. PLO-Kombattanten mussten von israelischen Soldaten evakuiert und gerettet werden. Also wir hatten da ziemlich heftige Auseinandersetzung zwischen Palästinensern, PLO einerseits, die im Westjordanland mehrheitlich sitzt, und der Hamas, die mehrheitlich Verwaltung, Politik, Militär im Gazastreifen stellt. Aber die Israelis wollten die Hamas auch als eine Art indirekten Partner, weil ihnen klar war, dass wenn im Gazastreifen alles drunter und drüber geht, weil kein Geld hinkommt, weil das Sozialsystem zusammenbricht, dann haben sie ein Problem. Und dieses Problem wurde die letzten Jahre dahingehend gelöst, dass katarische Gelder in Richtung Hamas flossen. Also da war sogar der Mossad dahinter, dass das wirklich funktionierte. Und Israelis und Hamas verfügen über zahlreiche Gesprächskanäle. Also das, ich habe eher den Eindruck, dass was sozusagen hier eine Rolle spielt, ist diese völlige Fehleinschätzung durch den israelischen politischen, aber auch nachrichtendienstlichen Apparat, was wirklich im Gazastreifen los ist. Die Israelis und allen voran Herr Premierminister Netanyahu haben in den letzten Jahrzehnten nur mehr auf elektronische Überwachung gesetzt. Also vielleicht hat einer oder andere unter unseren Zusehern die Serie Fauda gesehen. Das ist eine israelische TV-Serie, die auch auf Netflix lief. Genial gemacht, in Israel sehr umstritten. Diese Serie und Plot dieser Geschichte ist auf beruhend. Es ist also einer der Drehbuchschreiber war selbst ein solcher Nachrichtendienstler, arabisch sprechende Israelis, die in den palästinensischen Gebieten unterwegs sind, um Kollaborateure anzuwerben, um zu wissen, was wirklich los ist. Also der menschliche Faktor. Und ansonsten, der Rest der nachrichtendienstlichen Berichterstattung ist ausschließlich über Motorrad. Und man sieht in dieser TV-Serie, sehr, sehr gut gemacht, wie sehr man sich nur mehr auf Algorithmen verlässt. Ja? Und das war ja nicht nur die Art und Weise, wie Israel die Totalüberwachung des Gazastreifens und der Westbank tat und noch macht, sondern es ist auch ein Business. Also die Tatsache, dass wir seit den Abrahams-Abkommen, die Trumps Schwiegersohn vermittelte, die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel machen Geschäfte, die Sicherheitsbehörden vieler arabischer Staaten, allen voran der Emirate, sind an diesem massiven Monitoring, an dieser Software, die israelische Universitätenfirmen produzieren, sehr, sehr interessiert. Und jetzt ist ein Mythos gebrochen, also Mythos der Unbekannten. Darf ich da fragen, erklären Sie sich tatsächlich auf diese Weise dieses eklatante Versagen? Das sind ja gleich mehrere Dienste auf einmal. Das ist der Inlandsgeheimdienst Shin Bet, das ist der Mossad, der versagt hat, kann man vermuten. Das ist die IDF. Meine Kontakte in Jerusalem, Tel Aviv sagen selber, sind baff überrascht gewesen. Es war ja Laubhüttenfest, während dieser Angriff dort losging. Die südliche Grenze, in der das stattfand, war überraschend dünn bewacht. Das sagen also auch Beobachter vor Ort. Und hier oder um diese Tatsache drehen sich ja eine Vielzahl der Fragen. Ich habe mich auch gefragt, wie kann das sein? Wie kann Israel so überrumpelt werden? Jetzt höre ich raus, Sie erklären das, verstehe ich Sie recht, als eine Selbstüberschätzung, als einen blinden Fleck an der israelischen Abwehr, dass man nur noch auf die Technik setzte, aber nicht mehr genügend über die Aufklärung vor Ort. Ja, absolut. Also das ist jedenfalls mein Eindruck und ich glaube, ich stehe nicht ganz alleine damit da. Ich weiß, dass es Hypothesen im Netz gab. Ich habe das auch vor 2 Wochen mit in dem Portfolio von Witz Leben diskutiert, als wir eben darüber sprachen. Und da gab es eben auch unterschiedliche Meinungen. Aber ich bin der Überzeugung, dass es hier mit einer gewaltigen Fehleinschätzung der Israelis zu tun hat.
mit einer Hybris, wie Sie richtig sagen. Man verließ sich in erster Linie auf die technischen Hilfsmittel und Berechnungen. Und weil Sie dieses Laubhüttenfest erwähnen, ja, es gab hier auch einige Provokationen im Westjordanland, während dieser einwöchigen Feier. Also warum das genau am 7. Oktober losging, Geburtstag von Präsident Putin jetzt hin oder her, was Strack-Zimmermann vorhin erwähnte, es war einfach völliger Nonsens. Ich glaube, es hat mehrere Gründe gegeben, warum an dem Tag losgeschossen wurde. Vielleicht hatte man auf Hamas-Seite auch die Informationen, es sind Soldaten abgezogen aus diesen Grenzposten und sind jetzt eben im Westjordanland, um dort Siedler zu schützen, die ihr Laubhüttenfest inmitten von palästinensischen Gebieten feiern wollen. Also da gibt es unterschiedlichste Thesen, Hypothesen, die im Moment auch in den israelischen Medien rege diskutiert werden. Aber eines ist klar, die Bevölkerung steht nicht wie ein Mann hinter dieser Regierung der nicht wirklich nationalen Einheit. Es gibt eine sehr, sehr intensive Debatte in Israel und ein Entsetzen, dass das möglich war. Und es hat ja auch der Chef des Shin Bet gesagt, ich übernehme die Verantwortung, aber jetzt müssen wir zuerst mal kämpfen und später werden wir aufklären. Die Bevölkerung sieht das nicht so. Die will jetzt, dass man Rede und Antwort steht und sagt, wie konnte das passieren? Wir hatten ja auch im Eingangsgespräch, so viel darf ich bestimmt verraten, haben Sie mir ja auch einen anderen Zahn quasi gezogen, was diese Theorien, was Verschwörungen, was Beteiligung von anderen angeht. Und damit kommen wir auch wieder zu Europa. Sinngemäß, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie ja auf meine Frage, wie viel amerikanische Interessenswillfährigkeit steckt da drin? Da haben Sie mir sinngemäß ja gesagt, naja, Herr Brandenburg, unterschätzen Sie es mal nicht. Europa ist schon ganz allein, sich in die Lage zu bringen, in der es da ist und gegen seine Interessen zu verstoßen. Nun sind Sie ja intime Kennerin der europäischen Abläufe, sowohl im Ministerrat dort oder in den Kommissionsabläufen und in der europäischen Außenpolitik, und haben mir zumindest zu verstehen gegeben, naja, Europa schafft es da eigentlich ganz alleine, sich völlig zu verzetteln und schätzt eigentlich aus eigenem Antrieb diese Lage falsch ein oder verstößt da gegen seine eigenen Interessen im Umgang mit Nahost. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also ich sehe uns Europäer hier nicht sozusagen als die armen Instrumente, die von den bösen Amerikanern hier in etwas hineingejagt werden, sondern wie Sie es richtig zusammenfassen, es ist hausgemacht. Ja, schlimm genug. Also ich meine, wir sind ja gerade in Deutschland viel gewohnt seit Annalena Baerbock und erleben ja eine Außenpolitik, bei der man sich fragt, welchen Prinzipien der Diplomatie und der Logik und des Eigeninteresses folgt sie eigentlich. Ich erkenne da immer noch keine wirkliche Linie. Das passt aber wenigstens sehr gut, so nehme ich zumindest an, zu unserem Anrufer Hermann, der nämlich Ähnliches sagt, wenn meine Vorinformation da stimmt. Ich sage schönen guten Abend, lieber Hermann. Woher rufen Sie uns an? Servus Paul, hallo Frau Kneischl. Ich rufe aus Österreich an und ich wollte mal, hören Sie mich? Ich höre Sie. Jetzt haben Sie tatsächlich, sind Sie sagen, der Falsche von mehreren Hermanns gewesen, den ich gerade meinte, aber das macht gar nichts, so ist es in Live-Sendung. Hermann aus Österreich, ja. Sie fragen in Richtung ja. Ukraine-Konflikt, das sollen Sie tun, bitte. Genau, weil bisher, die Sendung heißt ja Schicksalstage des Westens. Korrekt. Und bisher geht es eigentlich mehr oder weniger um den Israel-Konflikt, aber es gibt ja den zweiten großen Konflikt, die Ukraine, der ja sehr in Vergessenheit geraten, so scheint dieser Tage. Mhm. Und ich wollte in Erinnerung bringen, liebe Frau Kneißl, dass Sie ja engste Beziehungen zu Herrn Putin haben. Ich darf erwähnen, dass Herr Putin bei der Hochzeit von Frau Kneißl anwesend war. Und das hat in Österreich für Riesenaufregung gesorgt. Beziehungsweise im Nachhinein hat man die Frau Kneißl dann aufgrund anderer politischer Verhältnisse direkt aus dem Land gemobbt. Und ich wollte mal fragen, Frau Kneißl, haben Sie diese engen Beziehungen zu Putin noch? Beziehungsweise, wie sehen Sie die Situation jetzt in der Ukraine? Für Putin scheint dieser Konflikt ja in Israel ja irgendwie sehr gelegen zu kommen, denn der Ukraine-Konflikt ist komplett aus dem Schussfeld. Mhm. Und dann hätte ich noch eine Frage. Bitte. Die Wahlen in der Slowakei haben ja einen politischen Umschwung gebracht. Die slowakische Regierung steht jetzt ja ein bisschen anders der russischen
der russischen Seite gegenüber. Und nächstes Jahr werden ja in Österreich die Parlamentswahlen stattfinden. Und die SPÖ ist ja nach den Umfragen eindeutig weit vorne. Und es könnte auch nächstes Jahr in Österreich eine komplett andere politische Landschaft sich darlegen. Und wie wird sich das dann auswirken auf die europäische Gesamtsituation? Lieber Hermann, vielleicht müssen wir da dann etwas kürzen. Verzeihen Sie mir, dass es ja nicht gerade um die österreichische Wahlprognose geht. Ich erlaube mir, das etwas zu sortieren, Frau Dr. Kneißl. Einerseits, wir hatten schon das Thema und die Frage, wie sind die russischen Interessen hinsichtlich Iran? Wir hatten auch schon angesprochen, dass der Ukraine-Krieg da in Vergessenheit gerät. Wie sehr Sie jetzt über Ihre persönlichen Verhältnisse da referieren, das ist nun vollkommen Ihnen überlassen. Und es geht ja hier nicht um Ihre Privatsituation, das entscheiden Sie selbstverständlich. Aber die Frage scheint mir völlig berechtigt und richtig. Wie nutzt es oder schadet es dem russischen Interesse in der Ukraine, dass sich zumindest das westliche Augenmerk spürbar wegbewegt hat von den Vorgängen in der Ukraine? Wir hören hier zumindest in Deutschland, in Westeuropa sehr viel weniger über den Verlauf. Bisher waren die Gazetten voll davon, von Jubelmeldungen für den Westen und von sozusagen täglichen Untergangsmeldungen, was Russland angeht. Und es scheint sich jetzt mit einem ja insgesamt sehr positiven Verlauf für Russland dort in der Ukraine das Augenmerk wegzubewegen. Ist das im Interesse Russlands oder ist das eher nicht im Interesse Russlands? Ja, danke für die klare Zusammenfassung dieser zwei Fragen. Wenn man am 8. 9. Oktober die Gazetten aufruft, dann musste man wirklich mit der Lupe bereits nach Ukraine-Berichterstattung suchen. Also sie wanderten auf 10, 12 in den Tagesmeldungen herunter. In der russischen Berichterstattung und in den russischen TV-Debatten ist nicht als solches unbedingt thematisiert. Ich glaube, man hat hier einen relativ Zugang. Da ist zum einen die Frage Gegenoffensive Ukraine, neue Waffenlieferungen, die stocken. Aber wir haben die Situation, so wie sie sich darstellt, am Frontverlauf. Und andererseits, für Russland ist eigentlich im Moment, was Außenpolitik anbelangt, viel interessanter, was sich in Zentralasien China tut. Also letzte Woche war 10 Jahre Belt and Road Initiative, Seidenstraße. Und das sind an sich die Politthemen, die hier außenpolitisch dominieren. Also Zusammenarbeit in diesem Dreieck, China, aber auch Indien auf der anderen Seite, die Entwicklung der Erdgasexporte Richtung Zentralasien. Hier gab es einige wichtige Meilensteine, die in den letzten Tagen gesetzt wurden. Also die russische Außenpolitik macht sozusagen in gewisser Weise ihr Ding weiter. Ja. Und das ist ein bisschen Krisendiplomatie in Richtung Nahost. Lavrov war in diesen Tagen jetzt auch im Iran. Aber im Großen und Ganzen beschäftigt man sich mit den eigenen Prioritäten. Also ich habe nicht den Eindruck, dass sich Moskau hier jetzt ein bisschen weder mit Schadenfreude noch mit sich treiben lassen in einer dieser beiden Themen bewegt. Also die haben ihre eigene Agenda. Wenn ich nochmal andersrum frage, weil da gebe ich Hermann völlig recht, bisher haben wir uns konzentriert auf die Nahostkonfliktlinien. Wenn wir näher an Europa geografisch heranrücken, kommt es vielleicht der EU-Kommission, Frau von der Leyen und auch den beteiligten EU-Staaten eher zu Pass? Also der Kriegsverlauf in der Ukraine ist, wenn man ja den freieren Quellen Glauben schenken darf, alles andere als günstig für die Ukraine. Es sieht dramatisch aus, es gibt hohe Verluste, es gibt Panzerschlachten mittlerweile, die von den Russen dominiert werden, nach dem, was man dort hört. Und so gesehen kann man auch davon ausgehen, dass das eher ein willkommener Anlass ist, für die westlichen Staaten da das Augenmerk wegzulenken. Rechnen Sie damit, dass da die politische Aufmerksamkeit wieder mehr in Richtung Ukraine geht, dass man wieder mit der unverbrüchlichen Solidarität kommen wird, oder wird man sich jetzt ganz auf den Nahostherd stürzen? Vielleicht auch, um das eigene Versagen im Osten etwas zu kaschieren. Ja, also das ist zweifellos eine Möglichkeit. Und es ist, ich habe Probleme, das Ganze überhaupt noch als politisches Handeln zu bezeichnen, weil es ist wirklich eher eine Art fast Jugend-Teenager-Aktivismus. Also das Hashtag Stand with Ukraine wurde am 8. 9. Oktober durch das Hashtag Stand with Israel ersetzt. Und Polit-Tourismus, den wir in Richtung Kiew kannten, geht jetzt in Richtung Tel Aviv und Jerusalem. Und in meinen Augen ist das, was sich hier auf europäischer Seite abspielt, nicht wirklich politische Entscheidungsfindung oder nicht das, was ich mir erwarten würde als
Europäer, weil da möchte man doch eher Akteure sehen, die Prioritäten einschätzen können und die sich nicht wieder nur auf eine Seite schlagen, sondern vielleicht eben auch mit ein bisschen Equidistanz vorgehen. Und das fehlt absolut. Den letzten Teil der Frage, was jetzt Ihre persönliche Geschichte, auch dieses Vertriebenwerden aus Österreich angeht, lassen Sie uns doch bitte sehr gerne darauf zurückkommen, vielleicht im späteren Teil der Sendung. In der Tat bildet ja dann Ihre persönliche Erfahrung auch im Kleinen oder in einer Person nochmal ab, was hier an Umgang mit Kritikern herrschte. Es gibt einen weiteren Anruf, allerdings mit dem Vornamen Matthias, ich entschuldige mich für die Verwechslung, der genau da ansetzt und sagt, naja, diese Form der Diplomatie, in Anführungsstrichen, die Europa da zeigt, die ist Ihr eigenes Problem. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Schönen guten Abend, Matthias. Ja, schönen guten Abend, lieber Paul Brandenburg, und schönen guten Abend, Frau Dr. Kneißl. Ja, genau, richtig verstanden. Ich habe gesagt, das Thema lautet ja, wird Europa zerrieben? Da habe ich gesagt, na gut, Europa zerreibt sich selbst. Und ich habe dazu halt einfach ein paar Gedanken halt und würde einfach mal eine Frage stellen, einfach in die Runde. Unbedingt. Ich glaube halt einfach, dass uns irgendwie das Selbstbewusstsein fehlt. Wir haben, ja, als Europa, ich glaube, dass wir irgendwie mittlerweile von irgendwie Handlangern oder ja auch von mir aus auch Steigbügelhaltern halt irgendwie regiert werden, die irgendwo hingestellt wurden, weniger gewählt worden, ist meine Meinung zumindest halt. Und es gibt halt nur noch Schwarz-Weiß und die Diplomatie wird halt extrem ausgeblendet. Und man hängt halt irgendwo Symbole hin, man hängt Flaggen hin halt, man erzählt den Menschen halt, ja, wir stellen uns auf eine Seite, es ist irgendwas, eine Staatsräson halt, wo man ja eigentlich sagen müsste, ja, Staatsräson müsste eigentlich sein, Frieden halt, und müsste eigentlich sein halt, Mensch, wir gucken mal, dass wir das Völkerrecht einhalten auf allen Seiten. Und man macht es halt einfach so einfach halt. Und es wird den Kritikern immer vorgeworfen, dass die sich das ja einfach machen. Und das stimmt meiner Meinung nach ja gar nicht, sondern es wird halt einfach die Historie komplett ausgeblendet und es werden Debattenräume einfach zerstört. Und konkret die Frage wäre jetzt einfach, ja, versinkt Europa halt wirklich so in dieser Selbstgerechtigkeit, Doppelmoral oder irgendwie historische Ausblendung? Und ich bin, ja, ich würde mich einfach mal freuen oder es interessiert mich einfach mal, was Sie dazu sagen. Ja. Unbedingt. Die Frage will ich sofort weitergeben. Erlauben Sie mir noch eine Verständnisrückfrage, Matthias. Sie haben es so im Nebensatz gesagt, sehen Sie die Ursachen für dieses ahistorische Verhalten, das haben Sie ja gegeißelt, sagt, das ist ein ahistorisches Vorgehen in Europa, ein undiplomatisches. Sie haben da die Ursachen vermutet in einer Steuerung von außen oder war das in Frage formuliert? Ich will es nur richtig verstehen. Ich denke schon, dass es von außen gesteuert ist halt, aber ich denke, dass uns das Selbstbewusstsein einfach fehlt halt, um dagegen zu halten. Also ich glaube halt natürlich schon, dass es halt, also historisch gesehen ist es ja klar, also jeder will ja seine Hegemonie behalten. Ich sage jetzt mal in der Form halt, ich bin da zumindest was die Regierung angeht, USA-Kritiker, nicht was die Bevölkerung angeht. Ich möchte da echt immer unterscheiden bei jeder Bevölkerung, bei jedem Land. Aber natürlich wird Deutschland von außen gesteuert halt und auch Europa extrem. Und und wir haben einfach kein Selbstbewusstsein mehr, um zu sagen halt Schluss, aus, es ist jetzt einfach auch mal gut. Und mal wirklich unseren eigenen Weg zu gehen, das meinte ich damit, ja. Alles klar. Ja, dann Frau Dr. Kneißl, die eine Gretchenfrage. Wie kommt es zu diesem ahistorischen und ich sag's mal inkompetenten diplomatischen Vorgehen der Europäer? Wo liegen da die Wurzeln? Kann man das erläutern? Vielen Dank an den Zuseher für diese wirklich klare Frage und auch den Begriff ahistorisch. Ich teile den absolut. Es geht nicht um wenig Wissen oder um historische Ignoranz, sondern es ist dieses Desinteresse an jeglichem größeren Zusammenhang, was Geschichte anbelangt. Das sehen wir jetzt ganz klar eben an der Einschätzung durch Europäer zur jetzigen Problematik in Israel-Palästina. Viele Hauptstädte verhalten sich so, als wäre dieser Konflikt am 7. Oktober ausgebrochen. Und als UNO-Generalsekretär Guterres in den letzten Tagen darauf hinwies, Achtung, dieser Konflikt ist älter und da gibt es eine ungelöste Palästina-Frage, wie auch Russland und viele andere ständig darauf hinweisen, es muss die Palästina-Problematik endlich seriös gelöst werden. Sie darf nicht nur per Konfliktmanagement verwaltet werden. Da kam jetzt also ein riesiger Angriff seitens der Israelis.
Guterres muss weg, muss abgelöst werden und sind also ganz erbost über die UNO, mit denen Israel immer einen schlechten Stand hatte. Also da ist dieses Ahistorische. Und genauer zu dieser Frage, inwieweit ist hier eine Steuerung? Das Zitat von Strack-Zimmermann am Anfang der Sendung war wirklich genial, weil sie das wiederholt, was Joe Biden in seiner Rede zur Nation vor ein paar Tagen gesagt hat im Oval Office und was ein paar Tage zuvor ich von israelischen Politikern hörte, nämlich Folgendes, eben hier die Ukraine gegen Putin und dort die Hamas. Also es werden Russland und Hamas als zwei Feindbilder geradezu in eine Analogie gesetzt. Und da fragt man sich dann schon, oder für mich ist dann augenscheinlich, haben dieselben eben Gesprächsnotizen, wie eingangs erwähnt. Also es ist dasselbe Drehbuch. Es sind diese sogenannten Lines to Take, die man austauscht, über welche Kanäle, die ausgetauscht werden, ob das innerhalb von NATO-Gremien ist oder universitären Think-Tank-Verbindungen, weiß ich nicht. Aber ja, es ist ein Muster da. Wie können wir uns das als Normalsterbliche erklären, dass das alles derartig unkritisch reflektiert wird von Menschen, die, nein, es muss nicht jeder jetzt ihren beeindruckenden Lebenslauf haben, aber ein gewisses Maß an Erfahrung in internationaler Politik, eine gewisse Expertise mit den Zusammenhängen, die muss es doch mindestens auch im Beamtenapparat dahinter geben. Das sind ja riesige Apparate. Wie kann es denn sein, dass da derartig unbeleckt entschieden und debattiert wird? Also muss ich mir das so vorstellen, dass diese Menschen alle derartig von ganz kurzfristigen eigenen monetären oder Karriereinteressen so besessen sind, dass sie das alles ausblenden? Oder ist das wirklich die nackte Inkompetenz, die da schuld ist? Diplomatie. Entschuldigung, Matthias, ja, bitte ergänzen Sie gern. Das ist ja Ihre Zeit. Danke für die Frage. Ich bin gespannt. Ja. Dann lassen wir uns jetzt von einer Chefdiplomatin hoffentlich eine eindeutige Antwort geben. Frau Dr. Kneißl, Verzeihung. Ich habe kein Problem. Ich habe im Jahr 1998 als junge Diplomatin den österreichischen Apparat verlassen, aus verschiedensten Gründen, und kehrte 23 Jahre später als Ministerin wieder zurück und war ziemlich irritiert über den Niedergang der Diplomatie. Und das meine ich jetzt nicht nur in Österreich, sondern europaweit. Also das, was ich noch in den 80er Jahren und 90er Jahren erleben durfte, nämlich Persönlichkeiten, die man zu ihnen stand, aber die im eigenständigen Gespräch miteinander Konversation betreiben konnten und so etwas wie Vertrauen aufbauen. Das wurde abgelöst von den vorhin erwähnten Gesprächsnotizen, Talking Points. Ich habe das in einem Buch vor 3 Jahren auch auf den Punkt gebracht. Also ich nannte der Titel dieses Buches ist Diplomatie macht Geschichte und von der Kunst eben im Dialog zu bleiben. Weil will man Diplomatie auf eine mathematische Formel herunterbrechen, würde diese lauten, Diplomatie ist gleich unter allen Umständen das Gespräch aufrechtzuerhalten und nicht diese störrische Haltung oder überemotionale Haltung an den Tag zu legen, mit denen reden wir nicht mehr. Russland muss militärisch besiegt werden. Israel ist auf der richtigen Seite, die Palästinenser auf der falschen Seite. Also das ist eine Schwarz-Weiß-Malerei, die keiner mit Diplomatie zu tun hat. Und ein Niedergang der Diplomatie hat in den letzten 20, 30 Jahren zweifellos stattgefunden. Die Ursachen hierfür sind vielfältige. Das hat weniger damit zu tun, dass wir jetzt andere Kommunikationsmittel haben als im 19. Jahrhundert. Telegrafen, dann später Telefon kam. Also es ist, glaube ich, auch Bismarck zugesagt, das Telefon Teufelszeug bezeichnet zu haben. Also es war beim Telegrafenamt, ich weiß nicht mehr, wer das Telefon als Teufelszeug bezeichnet. Das war jetzt ein Fehler, ich glaube, es war Mark, aber jedenfalls, es waren verschiedenste Kommunikationsrevolutionen immer wieder da im diplomatischen Arbeiten. Und trotzdem muss man aber in der Diplomatie fähig sein, Vertrauen und Diskretion aufrechtzuerhalten, damit so ein Gesprächskanal benutzt wird und aufrecht bleibt. Und ist in den letzten Jahrzehnten abhanden gekommen. Der Grund hierfür ist vor allem in westlichen Staatskanzleien
Sie haben gesagt, Karrierebewusstsein. Ich würde sagen, es hat vielleicht auch viel mit einer Ängstlichkeit zu tun. Also ich habe beobachtet in vielen Kanzleien, egal ob es Außenminister oder Regierungschefs, dass Übergewicht, dass politische Kabinette haben, die immer größer geworden sind, also wo man nicht mehr nur mit Sekretariat arbeitet, sondern wo man sich wirklich seinen eigenen riesigen Stab schafft, der aus politischen Motiven rekrutiert ist. Und das sieht man, glaube ich, sehr gut auch in der aktuellen Bundesregierung. Und andererseits einen Beamtenapparat, der außen vor gelassen wird, der dann vielleicht auch teilweise in innere Emigration geht, wenn man sich sagt, es bringt nichts, jetzt einen Bericht ins Kabinett hinaufzuschicken, das lesen die nicht und das interessiert die nicht, haben ihre auf Sonderverträgen beruhenden anderen Berater. Und wir haben hier riesige Wasserköpfe von Kabinetten, die sich ihre eigene teilweise auch stricken. Das ist sehr, sehr gut ablesbar in der jetzigen Situation in Deutschland. Und ich habe es auch in Österreich erlebt. Also ich habe ein sehr kleines Kabinett geführt. Aber ich weiß, dass viele Kollegen eben gewaltige Stäbe hatten und damit ja auch einen Beamtenapparat in gewisser Weise frustrieren, weil entweder ich setze auf die Expertise, die meine Verwaltung hat und die muss nicht immer von allerbester Qualität sein. Ich weiß, das ist leider so. Das hat teilweise auch damit zu tun, dass die Laufbahn, die Beamtenlaufbahn, sieht man in der Diplomatie leider auch sehr gut, nicht mehr so attraktiv war für die letzten Jahrzehnte. Hat viele Gründe, aber es hat diese Berufswahl einfach an Attraktivität verloren. Und dann kommen die externen Berater, die Konsulenten, die diversesten Stiftungen, die sich hier ihre Tür hineinbauen und das hat dann teilweise immer weniger mit Diplomatie und immer mehr mit politischem Aktivismus zu tun. Es ist ja auch mein Eindruck, dass dabei über alle Bereiche der Politik eine unglaubliche Infantilisierung eingesetzt hat. Also wenn wir das Ahistorische beklagen im Diplomatischen, dann erleben wir auch eine Sprachwahl, allein schon bei der Betitelung von Gesetzen. Nicht? Das gute Kita-Gesetz ist in Deutschland beispielsweise mal vor kurzem verabschiedet worden. Wir erleben Politiker, die zu uns sprechen, zu den Bürgern, als wir müssen gemeinsam Regeln vereinbaren und dann mit solchen Erläuterungen kommen. Das ist wie beim Fußball, da müssen wir alle in einem Team spielen. Also es herrscht ja auch ein Umgang zwischen den Akteuren, der nur als infantil zu bezeichnen ist. Also insofern würden Sie meinen, Frage an Sie, ist das auch ein Vorgang, den wir in der gesamten Politik in dieser westlichen Welt in der EU erleben können? Das ist ja nicht nur beschränkt auf den diplomatischen Teil. Ja, gebe ich Ihnen vollkommen recht und vielen Dank, dass Sie diesen Begriff hineingebracht haben, weil ich sagte teilweise schon als Ministerin, will ich Erwachsene treffen, reise ich nach Delhi, Moskau, Islamabad, Peking, weil ich in den westlichen Hauptstädten nicht unbedingt dieses Niveau an Rationalität und ja, Erwachsenenverhalten hatte, sondern es ist eben mehr diese Teenager-Mentalität, dieses Empörtsein, dieses Tür zu schlagen, die Welt ist schlecht, mit der rede ich nicht. Das hat sich bedauerlicherweise etabliert. Und Sie haben diese Infantilisierung der Sprache erwähnt. Ja, da ist das ist ja alles nicht vom Himmel gefallen, was wir jetzt gerade debattieren. Es ist, wie wenn wir uns gerade jetzt im Epizentrum befinden, aber diese Infantilisierung hat sich über die letzten Jahre verstärkt. Und es ist ja auch, wenn man es kurz in Erinnerung ruft, den großen deutschen Sozialwissenschaften und Begründer der politischen Soziologie, Max Weber, er hat in seinem wesentlichen Aufsatz Beruf als Politik Verantwortungsethik und Moralethik klar dargestellt. Und das war eine Debatte, die wir rund um Angela Merkel und Öffnung der Grenzen 2015 schon hatten. Inwieweit beurteile ich mein heutiges Verhalten langfristig nach eben im Sinne von Verantwortung? Welche Folgen zeitigt dies, was ich heute tue, politisch langfristig für eine Gesellschaft oder inwieweit bin ich ausschließlich von bestimmten moralischen Parametern bestimmt. Und das aber genau das ist der Punkt, finde ich. Verzeihung, Matthias? Und Frau Dr. Kneißl, aber genau das ist der Punkt, halt diese Kurzfristigkeit. Das haben Sie gerade total gut angesprochen, aus meiner Sicht.
halt, es wird ja nur kurzfristig gedacht. Halt, es muss halt immer irgendwie diese Moral im Vordergrund stehen. Halt, es ist, man wird nicht mehr oder es wird gar nicht mehr zugehört. Und man muss einfach die Themen, die jetzt sehr kurzfristig gerade aktuell sind, die müssen durchgebracht werden. Aber eine Längerfristigkeit gibt's ja da eigentlich gar nicht mehr. Halt, oder zu gucken, halt, was wird denn, wenn wir so weitermachen, mal vielleicht in 10 Jahren oder in 20 Jahren und so. Halt, das, was wir eigentlich noch kennen, vielleicht von früher. Ich bin jetzt auch nicht so alt, aber vielleicht können Sie dazu auch noch mal was sagen. Das ist ja genau der Punkt. Es ist ja immer nur dieses Momentum. Ja, da würde ich kurz, da würde ich jetzt kurz noch einwenden, auch als die Advocatus Diaboli mal, da würde ich jetzt als grüner Parteistratege sagen, damit nicht denn, Frau Dr. Kneißl, es ist ja gerade die Langfristigkeit, die man sich da auf die Fahnen schreibt, wenn man von regenerativen Energien spricht, wenn man von Nachhaltigkeit spricht. Kaum ein Wort wird so inflationär ja verwendet in dieser Westpolitik wie Nachhaltigkeit. Mir scheint es aber, dass das ja wieder ein Etikettenschwindel ist, nicht? Es wird Nachhaltigkeit propagiert, aber es folgen dann keine Fakten, es folgen keine realpolitischen Anforderungen und Parameter, die da bearbeitet werden, sondern man kommt mit ganz hohlen Phrasen, man verabschiedet sich von Erkenntnissen der Thermodynamik und von realpolitischen Grundsätzen und macht ja gerade alles unter dem Banner der Langfristigkeit. Aber das insofern beißt sich das aus meiner Sicht nicht, sondern man verkennt mangels Bildung, vielleicht auch mangels Intellekt, was tatsächlich die langfristigen Fragen sind und gibt nur noch vor, die zu bearbeiten. Aber vielleicht bin ich auch einfach sehr naiv, Frau Kneißl. Nein, Sie sind ein Mensch mit innerem Kompass. Und das gilt, glaube ich, auch für Matthias. Sie haben den Finger in die Wunde gelegt, weil grundsätzlich sollte ja ein Staat über so etwas wie Interessen verfügen, um diese Interessen unabhängig von der jeweiligen Regierung voranzutreiben. Und Außenpolitik sollte sich ja nicht in einem Wahlrhythmus ändern, jetzt sind die an der Macht oder jene an der Macht, wir drehen uns jetzt mit Fähnchen im Wind in eine andere Weltrichtung, sondern es gibt Interessen eines Staates und diese interessensbasierte Außenpolitik gelingt Staaten wie der Türkei oder Russland oder China, Indien viel, viel klarer, als das heute für viele EU-Staaten ist. Weil hier wirklich kurzfristig und nicht einmal mehr nur im Wahlrhythmus gehandelt wird, sondern Umfragen, wie gefällt man lassen Sie mich hier ein kurzes Zitat einbringen, das Außenminister Lavrov, der Außenminister, im Januar 2022 prägte in der Pressekonferenz mit seiner damaligen Amtskollegin Liz Truss aus Britannien. Er meinte, Frau Truss spricht in Tweets zu mir. Das ist kein politisches Gespräch mehr. Und das ist dauerlicherweise heute Standard. Ja, es wird und Tweets sind vielleicht sogar noch intellektuell im Vergleich zu dem, was dann wirklich nur mehr das Bild ist, das man sich wünscht. Die Kohorten an reisenden Fotografen mit den entsprechenden Kosten, die man ja auch aus Deutschland reisen, auch nicht nur dort kennt. Also es hat sich das Event heruntergebrochen und es ist nicht mehr eine langfristig angelegte, an den deutschen oder französischen oder sonst wie Interesse ausgerichtete Außenpolitik. Das gilt auch für Frankreich. Also das ist nicht nur ein deutsches Problem. Ja, also eine ernüchternde Zusammenfassung. Sie haben den schönen, was ist schön in Anführungsstrichen, Begriff der Teenager-Mentalität geprägt, der da dieses Handeln macht. Und das scheint mir doch sehr stark zu passen, wenn ich mir so einige Reden im Deutschen Bundestag, auch vor der EU-Kommission oder im EU-Parlament anhöre, dann fürchte ich, ist das erschreckend plausibel, was Sie dort sagen. Ja, Matthias, ich hoffe, dass Ihre Frage damit beantwortet ist. Und Frage noch, woher rufen Sie uns an? Ich rufe aus Berlin-Mitte an halt und ja, lausche gerne halt die ganzen Gespräche. Halt, total interessantes Gespräch. Halt, danke auch Frau Dr. Kneißl halt und ja klar und vielen Dank herzlichen auch Dank. Frau Brandenburg. Herzlichen Dank nach Berlin-Mitte, einige Häuser weiter. Und Frau Kneißl, ich würde mit Ihnen gern noch einen kurzen, aber doch geografisch weiten Sprung machen. So ist das eben in einer Live-Sendung, weil Patrick schon lange wartet und sich fragt, angesichts der Vorgänge im Nahen Osten, wie verhält es sich da mit Saudi-Arabien und dessen Verbindung zum Iran? Saudi-Arabien ist klassischer Verbündeter in den letzten Jahren der USA gewesen, auch wichtiger strategischer Partner der USA. Ich glaube, da befinden sich viele US-amerikanische Militärbasen. Und das kam in den letzten Jahren, so sagt Patrick,
ja zu einer Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Vielleicht könnte das auch etwas sein, was die Amerikaner stört. Patrick, habe ich da in die richtige Richtung vorgelegt? Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Paul. Guten Abend, Frau Dr. Kneißl. Ja, das wäre meine Frage. Ich weiß, der Sprung ist jetzt weit, aber ja, genau, das ist der Punkt. Also die Fragestellung ist natürlich Zerreißprobe des Westens. Ich nehme jetzt mal die USA so als Vertreter dieses Westens. Und Frau Dr. Kneißl sprach ja schon an, diese multipolare Welt, es verändert sich alles. Die BRICS-Staaten, diese Zusammenarbeit Russland, Iran. Und jetzt haben sich ja scheinbar, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, die Erzfeinde Iran, Saudi-Arabien, der engste Verbündete der vielleicht der USA im Mittleren Osten, fast schon diplomatisch angenähert. Will da die USA vielleicht mit ihren Flottenverbänden da den Keil reintreiben und sagen, wir sind auch noch da, Schicksalstage so in dieser Hinsicht? Frau Dr. Kneißl. Vielen Dank für diese wichtige Frage. Vielleicht ganz kurz zur Erinnerung, im März diesen Jahres vermittelt hatten die Omanis zuvor, also das Sultanat Oman hat eigentlich 3 Jahre lang zwischen Teheran und Riad viele, viele Annäherungsschritte gesetzt, nachdem es hier jahrzehntelang und schon auch davor scharfe Auseinandersetzungen gab. Die sind teilweise theologischer Natur, Schiiten versus Sunniten, aber ich würde sagen, das religiöse Element wird nicht so sehr ins Gewicht wie auf der einen Seite des Persischen Golfs haben wir den alten Nationalstaat Persien, Iran, welchen Namen auch immer in der Geschichte trug. Und auf der anderen Seite haben wir einen relativ jungen arabischen Staat und viele andere kleine arabische Staaten, die aus Kolonialentscheidungen herausgewachsen sind und nicht über diese gewachsene Geschichte wie der Iran verfügen. Und da schwingt noch sehr, sehr viel zivilisatorischer Snobismus seitens der Iraner mit. Also ich habe das oft genug im Iran erlebt in meinen Gesprächen. Die Tatsache, dass ich Arabisch spreche, wurde dort also eher quittiert mit dem Hinweis, Arabisch sei keine wirkliche Sprache, sondern nur ein Dialekt von eben einigen semitischen Stämmen. Also ich habe das oft genug erlebt, diesen gewissen Snobismus von iranischer Seite. Und da gab es also viele, viele alte Probleme. Das Sultanat Oman hatte hier lange vermittelt und China machte dann sozusagen die große Einladung und Zeremonie und chinesische Außenminister Wang Yi machte den Handschlag. Also vielleicht ist noch dieses Bild in Erinnerung, die beiden Unterhändler, es waren nicht die Außenminister, sondern Sicherheitssprecher Irans und Saudi-Arabiens und in der Mitte der chinesische Politiker. Und das war ein zweifellos ein Durchbruch, weil es war nicht ohne, diese beiden Staaten an den Verhandlungstisch zu bringen. Wie gesagt, die größten Gegner in der Region und in Iran ging, waren meiner Beobachtung nach über die letzten 20 Jahre vielleicht nicht einmal so sehr die Israelis wie die Saudis, teilweise auch die Ägypter und die Vereinigten Arabischen Emirate, die ihre Angst vor einem zu mächtigen, womöglich auch noch nuklear aufgerüsteten Iran immer wieder kundtaten. Und dass es hier zu diesem Schulterschluss kommt zwischen dem wahhabitischen Königreich, Saudi-Arabien, der Islamischen Republik Iran, das ist zweifellos eine gewaltige Kehrtwende, dass die beiden sich nun auch abstimmen, wie man mit Hamas und so weiter umgeht. Das alles sorgt natürlich auch für eine gewisse Unruhe in Israel, weil kurz zur Erinnerung, am 5. Oktober, also 2 Tage bevor diese offiziell losging, waren Schlagzeilen zu lesen, dass Saudi-Arabien und Israel kurz vor einem Durchbruch einer Normalisierung. Mich hat das damals sehr irritiert. Ich kann mir das nicht genau vorstellen, wie das wirklich funktionieren soll, weil Saudi-Arabien sich damit in sehr unsicheres Gelände befinden wird. Jedenfalls, wir haben jetzt diese Situation einer Koordinierung zwischen diesen beiden grundsätzlich immer schwierigen Staaten in ihrem bilateralen Verhältnis. Und das ändert einiges. Ich glaube, das sorgt auch für großes Rätselraten in Washington und unter den Israelis, wie damit jetzt umgehen. Weil
Netanyahu hatte wirklich daran gesetzt, die Saudis an seine Seite zu ziehen, so wie es mit den Emiraten gelungen war und teilweise mit Bahrain jedenfalls, Marokko und einigen anderen arabischen Staaten. Aber Saudi-Arabien ist einfach eine große Nuss, die man nicht einfach so knacken kann. Und vielleicht ein letzter Satz noch dazu, was sich alles gedreht hat und ich ja hier auch jetzt von mit einer Sicht vielleicht auch St. Peter spreche. Saudi-Arabien hat im letzten Jahr klar kundgetan, dass man China einen Großteil des saudischen Öls fortan in Yuan verkaufen würde und nicht Dollar fakturieren. Mhm. Und das war eine ziemlich üble Nachricht für Washington, weil Saudi-Arabien ist der größte Erdöllieferant für die Volksrepublik China. Vielleicht auch hier als Fußnote angemerkt, Saudi-Arabien und China haben erst seit dem Jahr 1992 intensive Handels- und diplomatische Beziehungen. Zuvor war die Theokratie Saudi-Arabien mit dem kommunistischen Staat China in keiner Weise in irgendeiner Verbindung. Da hat sich in den letzten 30 Jahren einfach gewaltig viel entwickelt zwischen diesen beiden Staaten. Und dann eben auch die Ankündigung und Umsetzung, weite Teile des Handelsvolumens in Yuan zu fakturieren, wenn es um Erdöl geht. Und das war ein ziemlicher, das hat mit ziemlicher Wucht die USA getroffen. Das schwächt, vielleicht muss man erläutern, das schwächt weiter den ohnehin angeschlagenen Dollar. Die USA haben ihre Schwierigkeiten in der aktuellen Lage, den kriselnden Dollar, kann man sagen, stark zu halten. Und so ein großes Handelsvolumen dann von Saudi-Arabien nach China in der chinesischen Währung ist da ein Schlag ins Kontor für amerikanische Währungspolitiker. Das muss man erläutern. Und das hat zweifellos also in den USA für eine große Unruhe gesorgt, weil, wie Sie zuvor richtig ausgeführt haben, Saudi-Arabien war einer der engsten Verbündeten der USA. Aber hier war auch ein Bruch zu verzeichnen, als die arabischen Revolten starteten und Präsident Mubarak wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen wurde. Das hat für ziemliche Unruhe in Saudi-Arabien und damals auch in Israel gesorgt, weil an sich war der ägyptische Präsident der Darling des Westens und vor allem der USA. Jedenfalls zurück zu dieser Frage, was sich hier alles dreht. Das heißt, die Saudis sind bereit, hier einen großen Schwenk mitzutragen, der sehr, sehr stark auch von Moskau betrieben wird, nämlich auszusteigen aus dem Dollar als der wesentlichen Währung, wenn es darum geht, Rohstoffe und vor allem Erdöl, Erdgas und so weiter zu handeln. Weil hier ist ja sehr, sehr viel im Gange. Da haben die Sanktionen auch das ihre dazu beigetragen. Und vielleicht ein anderer wichtiger Satz noch. Saudi-Arabien war ein wesentlicher Sponsor des Terrorismus im Kaukasus. Ein Terrorismus, der sich auch in Anschlägen auf russischem Staatsgebiet niederschlug. Ich erinnere an den Anschlag auf das Musical Theater 2003 in Moskau, an die Schule von Beslan 2004 mit hunderten Toten, Anschläge auf die U-Bahn in St. Petersburg. Also es gab hier Anfang der Nullerjahre eine ganze Reihe von Anschlägen, wo die Spuren immer wieder auch in Richtung saudische Wohlfahrtsstiftungen im Kaukasus und so weiter führten. Die Beziehungen zwischen Moskau und Riad waren sehr, sehr lange sehr belastet, unter anderem von dieser Thematik. Es hat sich eine Wolte vollzogen in den letzten Jahren, die zu einem Vertrauensaufbau führte zwischen vor allem dem Kronprinzen Mohammed bin Salman und dem russischen Staatspräsidenten. Und hier dreht sich vieles und die Sanktionen haben das ihre insofern beigetragen, als man sich auch in Saudi-Arabien sagte im Frühjahr 2022, besser wir ziehen uns aus dem Dollar dort zurück, weil die Beschlagnahme von Zentralbankreserven, wie es dann passierte, das kann uns vielleicht auch passieren. Also hier hat sich manches gedreht. Also Patrick, auch da scheinen Sie mir da ins Schwarze getroffen zu haben. Auch hier sind die amerikanischen Interessen offensichtlich, wenn nicht ausschlaggebend, aber doch prägend für das Geschehen dort in der Region. Und zumindest ich habe den Eindruck, Ihre Frage wurde ausführlich beantwortet.
Ich denke schon. Also Patrick, ich habe das nochmal vielleicht nochmal bestätigt. Herzlichen Dank für den Anruf. Und wir haben Elmar aus Rüdesheim da, der nochmal auf die europäischen, in dem Fall speziell die deutschen Interessen kommt, mit einer sehr konkreten Frage, Elmar. Da geht es um die mögliche Involvierung Deutschlands im Israel-Konflikt, wenn ich es richtig verstehe. Schönen guten Abend. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ja. Und zwar, Scholz hat doch gesagt, die Sicherheit Israels ist die oberste Priorität Deutschlands, also quasi, wenn man das so will, der deutschen Politik. Mhm. Und jetzt mal so, es ist alles so leicht dahergesagt. Was ist, wenn Israel jetzt sagt, nehmen wir mal an, sie kommen jetzt in Bedrängnis und sagt, hallo Deutschland, hallo Herr Scholz, wir haben gesagt, die Sicherheit Israels oberste Priorität Deutschlands. Mhm. Schicken Sie uns jetzt mal ein paar Truppen, bitteschön. Ein paar Truppen. Also Ihnen geht es konkret um die Frage, deutsche Bundeswehr kämpft auf israelischer Seite. Ja. Alles klar. Die Frage. Genau, ich meine, sagen kann ich viel. Mhm. Aber was ist, wenn das heikel wird? Mhm. Das hätte ich mal gerne, da hätte ich gerne mal eine Antwort kurz. Ja, die gebe ich weiter, die Frage an unsere Expertin. Da muss man, vielleicht, da kann man dazu noch da ergänzen. Deutschland hat ja in der Vergangenheit über viele Jahrzehnte bereits immer wieder wichtiges Waffenmaterial an Israel geliefert. Deutsche U-Boote sind an Israel geliefert worden, die von Israel auch mit atomaren Sprengköpfen bestückt wurden. Also Deutschland ist traditionell Waffenlieferant Israels. Das ist ein klassisches Verhältnis. Sie fragen jetzt ganz konkret und Frau Dr. Kneißl, wie wahrscheinlich ist das, dass deutsche Truppen, vielleicht NATO-Truppen, EU-Truppen in Israel kämpfen auf israelischer Seite? Schwere Frage, aber eine sehr kluge Frage. Ich kann jetzt nur mal in erster Reaktion darauf antworten. In Deutschland habe ich dazu keine Proteste oder Überlegungen dieser Art gehört, aber es gibt einen offenen Brief von hunderten Kommissionsmitarbeitern in Brüssel, die sich kritisch und in Opposition fast stellen zur deutschen von der Leyen, die als Kommissionspräsidentin eben diese ganz klare einseitige Position bezieht und wo jetzt es waren 485 Unterzeichner eines offenen Briefes gegen von der Leyen das sagen, das können wir nicht mittragen als Mitarbeiter der Europäischen Kommission, was ich sehr erstaunlich fand, weil von der Seite hätte ich nicht diese Courage erwartet. Ja, manchmal hört man dann aus pensionierten Offiziersreisen oder irgendwelchen anderen Pensionistenvereinen von ehemaligen, die das dann sich trauen, weil die haben nicht viel zu riskieren. Aber dass das innerhalb der Kommission passiert, fand ich ganz interessant. Und ich glaube, da hat sich Ursula von der Leyen vielleicht auch verrechnet. Es wird jetzt nicht unmittelbare Auswirkungen auf ihr Amt haben, nicht heute und vielleicht auch nicht für die Wiederwahl, aber es ist interessant, weil es gibt einfach auch hunderte Entscheidungsträgerpersonen, dieser Thematik arbeiten, die sagen, so nicht. Ja. Ich habe ganz zu Beginn mit Bezug auf Russland und der Ostkrise das Wort Äquidistanz verwendet und ich glaube, es trifft auch hier wieder zu. Dieser Konflikt, und es ist für mich eine tiefe Tragödie, es ist ein unendliches Drama, das sich abspielt, da passt das Wort Konflikt überhaupt nicht mehr. Es ist etwas, das viel, viel tiefer reicht und jeder, der einmal in der Region war und menschliche Bande in irgendeiner Weise geknüpft hat, dem ist das in Mark und Bein übergegangen. Und daher, es ist eine zutiefst gewaltige menschliche Tragödie, die einen also einfach in Mark und Bein erschüttert, auch wenn man jetzt wieder die Bilder sieht. Und hier kann man nicht nur eine Seite als Täter ausmachen. Und das hat auch ein UNO-Generalsekretär geschafft, der sonst auch eher manchmal eine Schwarz-Weiß-Malerei anbietet. Ja. Ja. Kannst du mal dazwischen funken? Ja, bitte. Ja, und zwar nämlich die Ursache dieses ganzen Konfliktes, was wir ja im Nahen Osten haben, beruht ja eigentlich, dass die ganze Ecke war ja früher Osmanisches Reich. Und vor dem Ersten Weltkrieg. Und da hat man schon nach dem Ersten Weltkrieg, hatten ja dann die Alliierten da unten das Sagen und haben alles ohne Rücksicht auf Bevölkerungen Grenzen gezogen und gespaltet. Und man hat damals schon
soweit ich das, ich habe da mal was drüber gelesen, schon 1917 hat man den Palästinenser schon einen Staat versprochen gehabt. Ja. Und zwar waren das die Engländer. Jetzt kommen aber noch die Franzosen hinzu mit ihren, auch mit ihren Interessen. Und ich nicht, dass ich was durcheinander bringe, da war ja auch die Araber, die Engländer haben unbedingt die Araber als Bündnispartner gebraucht, ja, nämlich gegen die Deutschen. Wir wissen ja, Deutschland hat ja auch seine Finger im Spiel in dieser Region gehabt. Vielleicht weiß jemand was von der Bagdadbahn. Haben die Deutschen damals gebaut. Nun, und das war schon ein großer Streitpunkt. Und da von daher rührt nämlich der Konflikt aus dieser Zeit. Und das zieht sich jetzt bis heute fort. Nun ist natürlich der Grenzkonflikt und dieses Thema genau Gegenstand der Dissertationsschrift von Frau Dr. Kneißl. Wir könnten also kaum jemanden haben, der da genauer informiert ist. Ich fürchte allein, dass auch ein Ritt durch diese Dissertationsschrift uns einige Stunden beschäftigen wird, gerade als Laien, und dass wir es kaum leisten können, in wenigen Minuten das sinnvoll zusammenzufassen. Deswegen möchte ich doch nochmal bitten, können wir uns ganz kurz, Elmar, beschränken wir uns doch nochmal wirklich auf die Frage. Sie haben ja sehr konkret gefragt, wenn es denn dazu käme, dass es da militärische Beteiligung gäbe. Das wäre ja tatsächlich der GAU. Frau Dr. Kneißl hat ja schon gesagt, für ein Argumentieren in diese Richtung, was Ursula von der Leyen ja zumindest in ihrer Einseitigkeit machte, hat sie viel Kritik intern auch geerntet. Ich verstehe Sie jetzt so, Frau Kneißl, dass Sie sagen, das ist vermutlich im Apparat nicht ohne Widerstände. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es da sehr wohl viele gibt, die dagegen argumentieren würden, auch in der EU und auch in Westeuropa. Ja. Ich glaube nicht, dass hier die Militärs mitziehen werden, vor allem auch wissen, dass man sich man setzt sich in den Westen hin. Also, die Deutschen haben 2002, damals unter Kanzler Schröder, es waren viele innenpolitische Gründe, auch warum man es nicht tat, es war nicht nur außenpolitisch argumentiert, aber Schröder sagte damals, in den Irakkrieg ziehen wir nicht mit. Und in einem Nahostkonflikt à la Gaza, Südlibanon und so weiter, vielleicht zur Erinnerung, deutsche Soldaten sind dort in den UNIFIL-Truppen, also in den Blauhelm-Truppen im Südlibanon, sind, ich weiß nicht die genaue Zahl aktuell, aber das Kontingent war, als ich mich das letzte Mal mit der UNIFIL beschäftigte, vor rund 10 Jahren, waren, glaube ich, 400 oder 600 deutsche Marine-Soldaten dort im Einsatz. Das heißt, in irgendeiner Weise ist dort eher eine Militärpräsenz. Ich fürchte nur, dass diese UNO-Truppen sich sehr, sehr rasch zurückziehen werden und fast davonlaufen, wie das immer wieder der Fall war, wenn es dann wirklich hart auf hart geht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass deutsche Soldaten hier ziehen. Emma, eine Sekunde. Man wird manchmal das Gefühl. Ja? Wollen wir Sie doch den Satz noch beenden lassen? dann gerne zu Video. Ja. Entschuldigung. Ja, ich habe hier eigentlich fast alles schon gesagt, aber einen Satz kann ich zu den Grenzen sagen. Ich glaube, dass das Hauptproblem, das wir, Sie haben den Ersten Weltkrieg angesprochen, ich sage immer wieder gerne, der Erste Weltkrieg ist noch nicht zu Ende in der Region, weil eben diese Grenzziehungen bis heute nachwirken. Sie haben es eben ganz skizziert und damit ist der Erste Weltkrieg noch nicht zu Ende gegangen. Also für viele andere, gerade jetzt aus deutscher und österreichischer Sicht, ist immer das Jahr 1945 das große Wendejahr. Aber es war an sich das Jahr 1918 weltpolitisch gesehen das viel größere Wendejahr, gesellschaftspolitisch ja sowieso. Die Problematik für den Staat Israel, der aus einer UNO-Resolution heraus entstand, war immer diese Frage, und wo sind die Grenzen dieses jüdischen Staates, der als der sichere Ort für die Zuwanderung von Juden aus der ganzen Welt dienen soll. Und inwieweit ist dieses Konzept der Sicherheit Israels für Juden weltweit heute noch gegeben? Ich glaube, das ist die wesentliche Frage, die sich jetzt für Israel stellt und wo Netanyahu vielleicht in den Geschichtsbüchern einen sehr miserablen Platz einnehmen wird, weil er genau diese Sicherheitsfrage über den Haufen geworfen hat. Und wie sicher ist Israel heute noch für Zuwanderung? Und Israel kann nur sein demografisches Gewicht erhalten durch eine permanente Zuwanderung, weil rein durch die Geburtenrate nimmt die Arabbevölkerung innerhalb dieses Staatsgebietes Israel ein. Und
Wir haben in Israel, wir haben zwei Begriffe. Es gibt den Staat Israel, Medinat Israel, sogenannten Grenzen von 1967, also vor dem Sechstagekrieg, die keine Grenzen, das waren Waffenstillstandslinien. Es gibt keine Grenzen, es gibt kein klares Staatsgebiet. Und daneben haben wir Eretz Israel, das ist dieses viel weitere Israel. Das für manche ist es das Westjordanland, das dazu gehört, jedenfalls Jerusalem. Es kann kein arabisches Jerusalem geben, vielleicht ein bisschen ein nach Jordanien reichend. Also das ist ein größeres nationalreligiöses Konzept. Und das ist ein Sicherheit, Staatsgebiet, Zuwanderung, wie soll es da weitergehen? Und ich glaube, das ist die Knackfrage, die sich für Israel ganz, ganz entscheidend stellt. Und ob es jetzt dahinter, daneben, parallel zu einer Art Armageddon mit dem Iran kommt oder nicht, ich hoffe mal als Weltenbürger, dass das auszuschließen ist. Und es möge nicht dazu kommen, weil das war auch unsere Eingangsdebatte. Aber für Israel ist ein handfestes Problem heute da. Wie garantiert man den aktuellen Einwohnern und den zukünftigen Zuwanderern, die man braucht und die man haben will, vor allem auch vor dem Hintergrund des wachsenden Antisemitismus in vielen europäischen Staaten? Das wollte ich gerade sagen. Wir sagen, also aus Frankreich war die größte Zuwanderung über die letzten Jahre. Ich glaube, sie waren immer 25-30% der Neueinwanderer in Israel waren französische Juden. Und jetzt das. Also da ist vieles in diesem Staatskonzept in Frage gestellt. Ein amerikanischer Professor Gatzart, der auch als Israeli, als Jude in Amerika unterrichtet, fasst es in den letzten Tagen auf Twitter sehr, sehr deprimierend, sehr, sehr pessimistisch zusammen und sagt, er würde seinen jüdischen Landsleuten, also seinen israelischen Landsleuten empfehlen, doch Mandarin oder Kantonesisch zu lernen und dann hoffen, dass die Chinesen sie hereinlassen. Denn der einzig sichere Ort, der nicht mit islamischem Antisemitismus mittlerweile geflutet sei, sei dann am Ende irgendwann noch China. Denn in Europa beobachtet er genau das. Elon Musk geht ja so weit zu sagen, Europa bewegt sich Richtung Bürgerkrieg. Das meint er ganz, ganz scherzfrei. Und auch in Amerika erleben wir ja verstörende Bilder von Ostküsten-Colleges mit einem wirklich grassierenden Antisemitismus und einer radikalen Parteinahme da oft zu Seiten der Hamas, was irritierend ist. Es ist ein Thema, das unmöglich, auch in anderthalb Stunden erschöpfend und historisch zufriedenstellend diskutiert werden kann, Elmar. Und ich hoffe, Sie sehen mir nach, dass ich Sie da so ein bisschen abwürgen muss, was die Grenzlinien angeht, denn das geht dann nochmal wieder etwas weiter. Wir haben es geschafft, und da danke ich Ihnen sehr, Frau Dr. Kneißl, in diesen anderthalb Stunden wirklich mal den Blick entlang der ganzen Frontgrenzen, die da Europa umgeben, von der Ukraine bis hin in den Nahen Osten und dann leider, wie ich finde, scheinbar auch in die hohlen Schädel der gerade EU-Außenpolitiker zu werfen, in ihrem Umgang damit. Und mir bleibt der Begriff der Teenager-Mentalität hängen und der Courage von Pensionistenvereinen, die uns da auszeichnet und der fehlenden, die wir haben. Wenn ich Sie schon bei mir habe, liebe Frau Kneißl, und ein Anrufer fragte bereits auch schon in die Richtung, dann möchte ich es nicht versäumen, auch einmal Sie zum aktuellen Stand Ihrer persönlichen Verfolgungsgeschichte zu befragen, denn es ist ja ein rechter Wahnsinn, der mit Ihnen dort geschehen ist, als einer kritischen Stimme. Sie sind eben eine parteiunabhängige Außenpolitikerin. Sie haben einer FPÖ-Regierung in Österreich gedient. Sie haben dann auch der Expertenregierung, die darauf anfolgte, gedient als Außenministerin. Und naja, sagen wir, die Folge war davon eine Odyssee durch Europa und schließlich jetzt eine Lehrtätigkeit in St. Petersburg, die selbstverständlich dazu führt, dass Sie, wo Sie gehen und stehen, als ein Gott sei bei uns der russischen Spionage letztlich diffamiert werden. Ich rechne damit, dass auch dieses Gespräch hier von meinen Freunden beim Berliner Staatsschutz wieder zu Anzeigen führen wird, weil man unterstellt, das Ganze sei natürlich ein Akt der Propaganda. Wie ist es da momentan um Ihre Lage bestellt? Sie befinden sich in St. Petersburg. Sie leben mit Anwürfen jeder Art aus Österreich, glaube ich, aus Frankreich und aus anderen Ländern. Reisen Sie noch in die EU? Ich glaube, Sie haben offiziell bekannt gegeben, das tun Sie derzeit nicht aus Sicherheitsgründen. Ganz genau. Ich reise nicht mehr in die EU. Ich habe Österreich im Herbst 2020 verlassen, nachdem ich im Sommer 2020 von verschiedensten, nicht nur Medien, beschuldigt wurde, dass ich die Novichok-Formel auf meinem Schreibtisch gehabt hätte, mit der Nawalny im Sommer 2020 angegriffen wurde oder vielleicht nicht wurde. Und ich hätte mit dieser Novichok-Formel an Hunden experimentiert. Ich hatte 26 Medienprozesse damals. Und ich ging nach Frankreich im Herbst 2020, weil ich
diese Attacken auch auf der Straße nicht mehr ertragen wollte. Ich wurde als Sau beschimpft und angepöbelt und es ist mir einiges in Österreich passiert und deswegen zog ich weg und ich wollte eigentlich damals in Frankreich, damals 56, alles nochmals neu aufbauen. Ich spreche gut Französisch, ich mag Frankreich und es war nicht einfach, dieser Entschluss, aber er war wohl überlegt und ich wollte einfach in Frankreich neu starten und fand dann nach langer Suche einen kleinen Bauernhof, den ich mietete ab Dezember 2021. Dann kamen die Ereignisse, russische Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022 und Mitte März 2022 wurden meine Vermieter, Bauern, vom französischen Nachrichtendienst aufgefordert, mich aus dem Mietvertrag zu entlassen, mich vor die Tür zu setzen. Ich müsste das französische Staatsgebiet unmittelbar verlassen. Nachdem in französischen Talkshows auch verschiedenste Leute in die Welt setzten. Ich hätte seit 1992 dem KGB gedient und wäre in Frankreich angeworben worden, vielleicht für den KGB, als ich dort studierte. Es gab die kuriosesten Angriffe. Es gab in Österreich dann auch sehr viele andere, was mir vorgeworfen wurde. Ich habe versucht, den Rechtsweg zu beschreiten. Es fand sich bald, weil die Stimmung gegen mich so schlecht wäre in Österreich. Und ich hatte damals keine andere Möglichkeit, im Frühjahr 2022 als in den Libanon zu ziehen. Also ich spreche Arabisch und ich konnte meine Tiere und mich aus Marseille dank DHL nach Beirut fahren. Und das war damals mein Weg in den Libanon. Dort habe ich 16 Monate jetzt mehr überlebt als gelebt. 1 bis 2 Stunden Strom. Ich hatte am Anfang auch nicht mal einen Privatraum. Ich habe mir ein Haus geteilt mit einer anderen Familie, hatte dort 2 Zimmer. Und es waren sehr, sehr schwere Zeiten, aber ich wurde von den österreichischen Medien und nicht nur den Medien, auch von Direktor der Diplomatischen Akademie Wiens, einem ehemaligen Dekan der Juristischen Fakultät, wurde also immer wieder in Umlauf gebracht, die Forderung, die Staatsbürgerschaft zu entziehen, womit ich zur Staatenlosen werden würde, weil ich Österreich ansehen. Ist das überhaupt möglich? Also ich bin in solchen Geschichten noch überrascht. Ich dachte, das geht schon gar nicht mehr bei dem, was ich in den letzten Jahren erlebt habe. Ist das überhaupt denkbar juristisch, Ihnen als Österreicherin die Staatsbürgerschaft zu entziehen? Also in meinem naiven deutschen Verhältnis geht das nicht. Hier ist das wohl ausgeschlossen. Ich ging davon aus, dass in Österreich ebenfalls ausgeschlossen. Ja, ich dachte auch immer, es wäre ausgeschlossen, dass ich nicht einmal die Debatte dazu starten kann. Aber nein, es ist offenbar nicht ausgeschlossen, wenn es nicht geht, weil ich stellte mich als Ministerin, auch wenn Sie so wollen, vor Terroristen, die bereits verurteilt wurden. Und ich sagte, weil es gab damals also einige Versuche von einigen Teilen der Regierung, die Terroristen die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Ich sagte, wenn Sie nur eine haben, die österreichische, dann geht das nicht. Doppelstaatsbürgern schon. Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, als verurteilter Terrorist lebt es sich in Österreich leichter als jemand, der vielleicht eine Ministerin war, die manchen nicht genehm ist. Welch ein bitteres und aber leider auch, wie ich finde, für die europäische Gegenwart zutreffendes Zitat oder ein Fazit für das, was wir gerade haben. Das, und man muss es wieder in Erinnerung bringen, während wir Julian Assange als einen kritischen Journalisten ja in diesem Wertewesten behandeln wie einen Aussätzigen und mit ähnlich, ja, unter Missachtung der Menschenrechte ihn dauerhaft im Gefängnis halten. Als Arzt und entsprechender Naturwissenschaftler erlaube ich mir zu ergänzen, dass, wenn Ihnen vorgeworfen wird, mit Novichok zu arbeiten, das ist eine der gefährlichsten Gifte, was ich unter keinen Umständen selbst in einem entsprechend ausgerüsteten Labor selber anfassen würde. Es ist doch recht absurd, dass einer, mit Verlaub, naturwissenschaftlicher, nicht unbedingt Expertin wie Ihnen vorzuwerfen, sie würde damit selbst an Hunden experimentieren. Das ist schlechterdings vollkommen absurd. So viel kann ich selbst vom Schreibtisch aus beurteilen. Also deswegen die Frage bei diesem Wahnsinn, Frau Kneißl, den wir da gerade erleben, ein Zustand ja der freien Rede in Europa, den man kaum noch als existent bezeichnen kann. Wie ist da Ihre Erwartung? Werden wir uns in naher Zukunft, oder wann werden wir uns wieder in Europa, in Berlin, vielleicht in Wien zu einem Gespräch einfinden können und beide davon ausgehen können, dass wir nicht verfolgt werden von diesen Agenten und mit diesen Vorwürfen? Sehen Sie das am Horizont? Können Sie sich ein Szenario vorstellen? Oder sagen Sie, es muss erstmal deutlich schlechter werden, bevor es wieder besser wird?
Ich bin in großer Sorge, dass an dem Tag, an dem die Futtertröge wirklich leer sind, noch sehr, sehr viel mehr ausbrechen wird. Weil noch fahren die Menschen auf Urlaub, haben sie ihr Auto, haben sie in gewisser Weise auch ein Sicherheitsgefühl, auch wenn es für viele angekratzt ist, aber es ist trotzdem eins da. Millionen Menschen dürfen einen Alltag leben. Ich habe in den letzten 3 Jahren erlebt, keinerlei Alltag mehr leben zu dürfen und auch schreckenweise nicht mehr zu wissen, wo darf ich überhaupt noch leben. Und ich sage das alles wirklich nicht in irgendeiner Selbstmitleid, weil mir wurde mehrfach von österreichischer Seite massiv vorgehalten, ich würde mich in Selbstmitleid gehen, nur weil ich einfach das nacherzähle, was passiert ist. Nein, ich bin froh, dass es mir gelungen ist, mehrfach jetzt neu anzufangen. Und es ist nicht ganz einfach mit 59, aber es geht. Ich fürchte, dass wir beide, so sehr ich es auch wirklich mich freuen würde, wenn wir uns zusammensetzen könnten, um Fass auf Fass zu diskutieren und nicht über diese tolle Videotechnik. Aber ich fürchte, zuvor wird es noch sehr viel schwieriger werden. Und noch, wie gesagt, haben alle zu essen. Aber es ist schon jetzt so viel Boshaftigkeit, Niedertracht und eben das, was Ihnen passiert seitens der Behörden, das, was mir seitens Behörden und anderen Autonormalverbrauchern vorgeworfen wurde, das ist das, was mich stutzig macht, was mich in große Sorge bereitet, weil an dem Tag, an dem es wirklich hart auf hart geht, dann wird es unerträglich sein. Und wie dann dieser Scherbenhaufen danach gesellschaftspolitisch wieder zu kitten ist, da wird es, ich weiß es nicht, aber ich fürchte, wir müssen uns an einer anderen Stelle treffen, vielleicht in Kairo. Tja, das wird sich finden. Ich fürchte, auch da teile ich Ihre Meinung und teile ich Ihre Prognose. Es wird erstmal wieder schlechter werden, bevor es denn dann besser wird. Die Frage ist halt immer nur, und da kann man natürlich alle Hoffnung reinbringen, wie schnell es denn dann wieder besser wird. Denn was wir ja auch wissen als Realpolitiker, am Tag nach der Revolution oder nach dem großen Krach geht die Sonne wieder auf, die Welt dreht sich weiter und wir werden das irgendwie neu aufbauen müssen. In der Hoffnung, dass wir dazu einen Beitrag geleistet haben und vielleicht für den einen oder anderen da draußen ein bisschen geordnet haben, was sehr unübersichtlich ist, verabschiede ich mich für diese Woche und verabschiede ich mich nach St. Petersburg. Ich sage sehr herzlichen Dank an Dr. Karin Kneißl für ihre Zeit und für ihre sehr ausführlichen Erläuterungen. Ich hoffe, wir sprechen uns wieder bald auch persönlich und sage Ihnen da draußen, das war es für diese Woche mit Paul Brandenburg Live, präsentiert von Hitzegrad, Ihr BAF-Experte im Netz unter zoobedarf-hitzegrad.de. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und einen schönen Abend.